Im Mai 2010 hätten wir auf einmal ein Problem gehabt. Nein. Wir hatten nicht erst im Mai 2010 ein Problem, als wir angefangen haben, Griechenland zu retten. Wir haben schon sehr viel früher ein Problem gehabt. Das hat sich dann mal etwas anders gezeigt. Und zwar fängt das Ganze an mit der Lehman-Krise 2008. Lehman Bank, Lehman Brothers geht pleite. Und da fängt eigentlich der Sündenfall der Politik an, weil man da bereits das mit den Banken gemacht hat, was man später mit den Staaten gemacht hat. Man hat nämlich angefangen, sie auf Steuergeldkosten zu retten und hat das sein lassen, was üblicherweise in einer Marktwirtschaft passieren würde. Jeder Marktteilnehmer, der schlecht wirtschaftet, geht pleite. Und das wäre, das will ich an dieser Stelle dann doch auch nochmal sagen, auch Ende 2008, Anfang 2009 durchaus eine Option gewesen. Denn es war eben keineswegs alternativlos, alle Banken in der Folgezeit zu retten. Es ist eine Mär, die immer wieder auftaucht. Das gilt möglicherweise für das Verhalten in den allerersten Wochen, als Banken systemische Risiken wogen und damit das gesamte Banken- und Finanzsystem auseinanderzubrechen drohte. Das war ein Punkt, an dem man tatsächlich von staatlicher Seite eingreifen musste, um die größeren Risiken eines Totalzusammenbruchs auszublenden. Aber in der Folgezeit hätte es durchaus Möglichkeiten gegeben, das Heft des Handelns, die Erpressbarkeit der Politik zu beenden, das Heft des Handelns wieder zurückzugewinnen von der Politik und die Erpressung zu beenden. Und das hätte man relativ simpel dadurch lösen können, indem man nämlich Banken erlaubt hätte, zwar pleite zu gehen, das heißt Aktionäre hätten ihre Aktien verloren, diejenigen, die Bankenbonds, also die an den Börsen gehandelten Papiere besitzen, hätten möglicherweise ihre nachrangigen Forderungen verloren. Und erst dann hätte man von staatlicher Seite eine Garantie aussprechen können. Und das wäre relativ simpel durch eine Änderung in der Insolvenzordnung möglich gewesen, indem man nämlich ein spezielles Insolvenzrecht für Banken eingeführt hätte, was einen zweistufigen Aufbau bei einer Bankeninsolvenz gewährleistet, im Gegensatz zur sonst einstufigen Lösung, dass nämlich der Staat eintritt in dem Moment, wo es um die Einlagen geht, um die originären Bankkonten. Das wäre möglich gewesen, man hat es nicht gewollt. Und es war eine politische Entscheidung, das nicht zu wollen. Es war eine politische Entscheidung, immer weiter von Schritt für Schritt zu retten, zu retten, zu retten, in immer kürzeren Abständen. Und erst in der Folgezeit kommen dann die staatlichen Probleme, die, wie Beatrix Storch eben schon andeutete, angelegt waren als Problematik und dann durch die staatlichen Garantien für die Banken und das Eintreten für die ein oder andere Garantie am Ende auch die Staatsschulden explodieren ließen. Das ist aber nur ein Brandbeschleuniger gewesen. Es ist damit das ein paar Jahre früher passiert, was auch ohne Bankenpleiten ein paar Jahre später in Griechenland, in Spanien, in Irland und anderen Staaten passiert wäre. Und dann fängt man an, im Mai 2010 das erste Mal einen Staat zu retten, Griechenland. Zunächst noch ganz harmlos, so scheint es, bilaterale Hilfen. Das ist übrigens der Moment, wo die heute hochgelobte Ikone Frank Schäffler das erste Mal aufwacht. So lange hat er gebraucht. Bis dahin hat er den ganzen Unfug bei seiner FDP immer noch mitgemacht. Das vergisst man heute häufig. Da haben andere schon viele Jahre gegen diesen Euro gekämpft und die meisten von denen sind heute Mitglied in der AfD. Wir haben heute insgesamt eine Situation, die Rettungspakete alleine für Griechenland haben 227 Milliarden Euro verschlungen.
Und da rede ich nicht von den Maßnahmen der EZB, darauf kommen wir gleich noch. 227 Milliarden Euro, deutscher Anteil um die 27%, immer vorausgesetzt, dass sich alle beteiligen. Wobei wir davon ausgehen können, dass sich Griechenland daran schon mal nicht beteiligt am Ende. Insofern wird der Anteil voraussichtlich bei einem Ausscheiden Griechenlands, bei einer Pleite Griechenlands oder wie auch immer die Lösung für Griechenland am Ende aussieht. Können Sie sich ungefähr ausrechnen, was das ist? Das wird eine größere zweistellige Milliardensumme, möglicherweise auch eine kleinere dreistellige Summe. Das war nicht das ganze Problem. Target-Seiten, die meisten von Ihnen werden auch das gehört haben. Ein Verrechnungssystem zwischen den Zentralbanken. Da will ich dann auch noch ein bisschen was ausstehen. 96 Milliarden Euro. Das Dumme daran ist, dass es nicht so viele Staaten im Euroraum gibt, die auf der anderen Seite des Saldos stehen, die also ein Guthaben haben. Es gibt eigentlich nur zwei Staaten, die relevante Summen als Guthaben bei diesem Saldo stehen haben im EZB-System. Das sind Deutschland und Luxemburg. Das erklärt im Übrigen die Begeisterung Luxemburgs für den Euro. Für Luxemburg wäre das nämlich tatsächlich extrem essentiell. Größenordnung, bei Luxemburg sind es etwas über 100 Milliarden, Deutschland etwas über 500 Milliarden. Die Summe für Deutschland ist groß. Die Summe für Luxemburg ist existenziell. Das bedeutet aber auch, dass Deutschland rund 80% des Risikos im Falle eines Euro-Ausstiegs eines Defizitkandidaten hat. Das heißt, von den 96 Milliarden Euro Target-Saldo, die Griechenland da stehen hat, entfallen ungefähr 80% auf Deutschland. Dasselbe gilt für die anderen Staaten, Spanien, Portugal, das sind etwas andere Summen. Aber alleine der Grexit würde an der Stelle Deutschland ungefähr 75 Milliarden Euro kosten. Das ist aber nichts gegen das, was da noch kommt. Denn aktuell sind wir ja weg von der Rettung durch Steuergelder, jedenfalls nennt sich das jetzt nicht mehr so, sondern wir sind längst bei der Rettung durch die Europäische Zentralbank. Wir sind weg von der Entscheidung der Politik. Wir haben keine demokratisch legitimierte Entscheidung über die Rettung von Banken und Staaten. Wir haben ausschließlich die EZB, die ja von der Politik unabhängig ist. Und das, was ursprünglich mal als etwas Gutes geplant war, von deutscher Seite ja gefordert worden ist, die Unabhängigkeit der EZB von der Politik, kommt jetzt als Bumerang ausgerechnet gegen uns, insbesondere gegen deutsche Interessen, zurück. Denn die EZB druckt fleißig. 60 Milliarden Euro jeden Monat. Das Gesamtprogramm beläuft sich über eine Billion Euro. Und vielleicht bringe ich Ihnen noch ein wunderbares Beispiel, was da sonst noch so an Rechtsstaatlichkeit bislang passiert ist in der Euro-Rettung, weil es sehr plastisch ist und in der deutschen Öffentlichkeit bedauerlich wenig diskutiert worden ist. Mein Lieblingsbeispiel ist das Beispiel von Zypern. Sie erinnern sich an die zypriotische Bankenkrise. Hat damals ziemlich viel Wirbel verursacht, diese kleine Insel. Und Frau Merkel war hochbegeistert, nachdem man das Problem gelöst hatte. Denn das Prinzip der Verantwortung, so sagte sie wörtlich, sei zurück in der Euro-Rettung. Und jetzt möchte ich Ihnen kurz erklären, was Frau Merkel unter dem Prinzip der Verantwortung versteht. Das geht so. Also wenn eine Bank oder ein Unternehmen normalerweise ein Problem hat und pleite geht,
dann verliert wer zuerst sein Geld? Ganz einfach, der Eigentümer. Der Eigentümer, der Aktionär. Der verliert als erstes. Der haftet als erstes für das, was nicht mehr da ist. Eigentlich ganz logisch. Ja, wie war das auf Zypern? Also auf Zypern hat man die Banken leben lassen. Die Aktionäre haben auch alle ihre Aktien behalten. Mit einer einzigen Ausnahme. Eine einzige Bank wurde in eine zweite integriert. Da haben die Aktionäre, die Eigentümer, ihre Anteile verloren. Bei allen anderen zypriotischen Banken blieben die Aktionäre unangetastet. Die behielten ihre Anteile, die wurden nicht verwässert, gar nichts. Nicht schlecht dafür, dass man als Erster haftet. Wer kommt da? Als zweites haften die nachrangigen Gläubiger. Das sind üblicherweise diejenigen, die die Bankenbonds, die höher verzinsten und an der Börse gehandelten Papiere haben. Sie erinnern sich vielleicht noch an die russischen Oligarchen, denen man ja ganz übel mitgespielt hat. Sie wissen, die haben die Rechnung damals bezahlt, so konnten sie in der Presse überall lesen. Was glauben Sie eigentlich, wo die ihr Geld untergebracht haben? So auf dem Sparbuch? So eine Milliarde oder zwei? Also wie würden Sie eine Milliarde anlegen? So. Vielleicht doch eher die etwas höher verzinsten Bankenbonds, die Sie tagesaktuell an der Börse handeln können. Blöderweise hat man die auch ungeschoren davon kommen lassen. Keinen Cent haben die bezahlt. Aber jetzt gleich, ich verspreche Ihnen, gleich kommen wir zu den Verantwortlichen der Krise. Wir sind jetzt nämlich schon bei Nummer 3. Das sind diejenigen, die ein Konto bei der Bank haben, so die ganz normalen Sparer oder ein Unternehmer, der vielleicht einfach ein Bankkonto hat, auf dem er Rücklagen gebildet hat, um damit im nächsten Jahr zu investieren. Ja, die haben wir natürlich jetzt schon mal dran gekriegt, ist klar. Die haben auch ein Drittel der Rechnung bezahlt. Und jetzt fragen sich sicherlich, wer hat denn die anderen zwei Drittel bezahlt? Wer ist denn jetzt noch verantwortlich? Ist doch klar, der europäische Steuerzahler. Und zwar, weil das kann. Und das nennt Frau Merkel das Prinzip der Verantwortung. Und deswegen erzähle ich diese Geschichte so gerne, weil es Ihnen zeigt, wie eine konservative Politikerin Verantwortung definiert. Ich finde das bemerkenswert. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Wir befinden uns also in einer Situation, wo die Politik die Kontrolle verloren hat, wo die EZB Geld druckt und wo am Ende Deutschland über den Umweg der EZB mit 27% in der Haftung steckt. Das ist die Situation. Ohne jede politische und demokratische Kontrolle. Wie kommt man aus der Geschichte raus? Sie erinnern sich sicherlich, wir haben als AfD sehr lange und auch lautstark vertreten die These, dass Griechenland aus dem Euro austreten muss.